Hallo ihr Lieben, heute gibt es wieder ein Aufgebraucht-Video. Mein Körbchen ist wieder bis oben hin voll gefüllt. Das zeige ich euch jetzt alles. Wie immer gehe ich mit euch an den Schreibtisch, kann euch das alles in Ruhe zeigen und meine Review dazu abgeben. Los geht's! Ich starte mit diesem Mundwasser. Das habe ich von der lieben Martina bekommen. Das ist ihr Favorit. Und ich muss sagen, ich verwende täglich Mundwasser, aber einige sind mir immer zu scharf. Und das ist bei diesem Mundwasser ja nicht der Fall. Also das hat mir richtig, richtig gut gefallen. Habe ich leer gemacht, werde ich mir auf alle Fälle wieder kaufen. Also ich möchte kein anderes Mundwasser mehr benutzen. Ich werde mir dieses hier nehmen von Baka Nazan. Vegetarisch, laktosefrei, fluoridfrei. Richtig toll. Nicht zu scharf, ein tolles Mundgefühl so, trotzdem frisch. Und ja, man merkt, dass das Zahnfleisch ein bisschen besser wird. Ich kann das gar nicht so erklären, aber das kann ich absolut empfehlen. Habe ich aufgebraucht. Lieben Dank, liebe Martina, werde ich mir auf alle Fälle neu kaufen. Dann einmal Augenpads, Isana Night & Beauty Augenpads. Was soll ich sagen? Augenpads sind supi. Noch einmal Hydrogel Augenpads von Balea mit Wolkenblumenextrakt und Niacinamide und Hyaluron. Rainbow Effekt, auch ganz witzig, so, ne? So Regenbogenfarben. Augenpads sind, finde ich, immer ganz gut. Und ich mache auch meistens sonntags immer eine Tuchmaske. Nicht jeden Sonntag, aber ich versuche jeden Sonntag eine Tuchmaske zu machen. Die beiden Augenpads habe ich von der lieben Bianca zugeschickt bekommen. Dann eine Tuchmaske von der lieben Bianca. Balea, eine Milky Kokos Tuchmaske. Hat einen richtig tollen Duft. Macht was es soll, ne? Hat noch Kokosmilch gerochen, war angenehm. Hyaluron, hat meine Haut mit Feuchtigkeit versorgt. Dann eine Tuchmaske von der lieben Petra. Die war richtig witzig. Die war so in zwei Teile, so eine goldene Tuchmaske. Nicht wie eine richtige Tuchmaske, so ein Tuch, sondern so ein, ja, wie Augenpads, so eine gelige Maske in zwei Teilen. Hat aber trotzdem sehr gut gehalten und war richtig, richtig toll. Also die fand ich richtig, richtig gut. Vielen Dank, liebe Petra. Und noch mehr Augenpads. Das sind meine bis jetzt liebsten Augenpads. Die benutze ich schon, weiß ich gar nicht, 2 Jahre. Ich bin mir nicht sicher. Aber das sind meine Favoriten. Bis jetzt finde ich die Isana Augenpads am besten. Die sind nicht ganz so, also die, habe ich noch welche drin? Ich glaube nicht. Nein. Das sind nicht solche Gel-Augenpads, sondern so, so stoffmäßig, und die halten gut, versorgen meine Haut mit Feuchtigkeit, kühlen auch ein bisschen. Also die sind richtig, richtig toll. Kaufe ich mir wieder neu, weil es meine Favoriten sind. Dann habe ich wieder eine Sache von Manuela. Ich habe ja mal ein Paket bekommen von Manuela mit ganz viel Proben, ganz viel Full-Size-Produkte auch. Und da war auch dieses Tuch bei von Yepoda. Habe ich benutzt, 2-mal zum Gesicht reinigen. Funktioniert, und durch diese raue Oberfläche, also das ist recht weich, aber durch so eine raue Oberfläche von so einem Tuch, hier ist eine glatte Seite, entfernt man ja auch Hautschüppchen und so, kann seine Waschlotion schön aufschäumen. Ja, aber ist nicht meins. Ich mache meine Waschlotion ins Gesicht und dann mit den Händen. Das ist mir ein bisschen zu, ja, du musst das Tuch ausspülen und auswringen und dann muss es trocknen bis abends, dass du es wieder benutzen kannst. Und ach nö, das ist mir zu viel Tüdelkram, ist nicht meins, ich brauche kein Tuch, ich mache es einfach so. Aber ich habe es mal ausprobiert und war eine tolle Idee von Manuela, mir das mit ins Paket zu packen. Aber ja, wir machen einfach weiter. Ich nehme mir mal ein Duschdass. Und zwar ist es eine Isana Creme Dusche. Das hat mir die liebe Tanja mal zugeschickt. Eine Limited Edition, exotischer Duft nach Kokos und Frangipani. Toller Duft,
tolles Duschgel, eine Duschcreme. Ja, oh, der Duft ist Wahnsinn. Ich weiß jetzt nicht, ob es das noch zu kaufen gibt. Aber der Duft ist der Hammer. Richtig tolles Duschgel. Oh, ich sage immer Duschgel. Eine tolle Duschcreme. Eine Cremedusche. So, ich mache direkt weiter mit dem nächsten. Auch von der lieben Tanja. Das ist ein Micellenwasser von Jean & Len ohne Gedöns. Parfümfreies Micellenwasser für sensible Haut. Fand ich gut. Ich konnte damit auch meine Wimperntusche gut entfernen. Ich nehme Micellenwasser ja immer nur, um das Gröbste einmal so abzumachen von meinem Make-up und einmal die Mascara damit abmachen. Ich mache immer 3 Schichten Mascara und das hat das Micellenwasser auch geschafft. Aber so ein ganz leichtes Brennen hatte ich an den Augen, also auf der Haut, unter den Augen, war das ein bisschen, hat so ein ganz bisschen gebrannt. Habe ich ausprobiert, würde ich mir aber nicht kaufen. Dann hat mein Mann was bekommen von der lieben Bianca. Und zwar ein Active Skin and Mind Adidas Duschgel. Ätherisches Lavendelöl. Hat er aufgebraucht, fand er gut. Ein schönes, gut duftendes Duschgel, komplett leer gemacht. So, dann wieder was von der lieben Manuela und zwar ein Körperöl, Mandelöl, 100% Bio von Benecos. Das habe ich nicht leer gemacht, das habe ich nur umgefüllt in eine Flasche mit Pipette. Aber damit ich das Fläschchen jetzt wegschmeißen kann, zeige ich euch das in einem Aufgebraucht-Video. Das ist ein richtig tolles Öl. Da mache ich meistens abends 3 Tropfen ins Gesicht und dann, also nachdem ich mein Gesicht gereinigt habe, 3 Tropfen ins Gesicht und creme mich danach auch nicht ein oder so. Ich nehme einfach nur dieses Mandelhautöl und das finde ich richtig, richtig gut. Das ist ein ganz tolles Öl. Vielen Dank dafür, liebe Manuela. Kann ich empfehlen. Also ich habe schon einige Öle ausprobiert. Karottenöl fand ich ganz toll. Ich hatte aber auch schon mal ein Mandelöl von Kneipp. Das fand ich gar nicht gut. Aber dieses Öl ist richtig super für meine Haut. Obwohl ich ölige Haut habe, funktioniert das richtig, richtig super toll. So. Dann einmal leer gemacht. Sundance. Transparentes Selbstbräunungsspray. Benutze ich für meine Beine oder auch fürs Dekolleté. Habe es aber auch schon mal im Gesicht gemacht. Aber meistens, ne, benutze ich das einmal kurz über den Hals, Dekolleté, weil im Gesicht benutze ich Bräunungstropfen und an den Beinen im Moment ein Mousse. Aber dieses hier habe ich noch eine Flasche im Badezimmer stehen. Benutze ich gerne für Hals und Dekolleté, auch mal über die Arme. Einfach ansprühen, zack, fertig. Braucht man nicht abspülen. Tolle Bräune, richtig gut. Dann habe ich 2-mal Neonail. Moment, ich drehe es noch richtig um. So, meine Lieblingsfarbe ist French Pink Light. Das ist so eine tolle Farbe. Werde ich mir zu 100% wieder nachkaufen, weil das eine ganz, ganz tolle Farbe ist. Ich mache mal ganz dünne Schichten und trage den sogar 4-mal auf, damit das recht deckend ist. Also der ist wirklich pink light, aber richtig schön. Werde ich mir auf alle Fälle wieder neu kaufen. Darum packe ich den hier mal hin als Erinnerung und packe ihn nicht weg, das wo alles im Müll ist jetzt gerade. Und einmal das hier, Neonail, Rosy Memory, auch eine tolle Farbe. Aber sollte ich mir einen zweiten Lack holen, wenn ich mir, Moment, French Pink Light kaufe, suche ich mir eine andere Farbe aus. Also die muss ich jetzt nicht unbedingt nochmal wieder neu haben. Beides tolle Farben, aber das ist mein absoluter Favorit. Dann von der lieben Bianca ein Coconut and Cream Refreshing Body Spritzer. Ist so ein Körperspray, Feuchtigkeitsspray. Habe ich auf meine Arme gesprüht, aufs Dekolleté.
Und ich nehme sowas gerne fürs Dekolleté, weil ich mich direkt danach anziehe und dann muss ich nicht warten, bis eine Lotion eingezogen ist. Ich mag das nicht, wenn mein T-Shirt oder so am Dekolleté klebt, weil die Bodylotion noch nicht eingezogen ist. Darum benutze ich für mein Dekolleté gerne ein Bodyspray. Und das war richtig toll. Ganz, ganz toller Duft. Von der lieben Bianca. Dann werde ich einfach mal alles hier so auf den Haufen packen und euch zeigen. Zweimal Avon, hier einmal eine Augencreme. Die hat mir auch die liebe Tanja geschickt. Das ist ein Favorit von ihr. Wir haben uns mal in unserer Gruppe gegenseitig, so eine WhatsApp-Gruppe habe ich ja, und haben wir uns gegenseitig alle die Favoriten zugeschickt. Und das ist ihre Favoriten-Augencreme. Habe ich aufgebraucht. Ist aber nicht mein Favorit. Eine tolle Augencreme, macht was sie soll, aber würde ich mir nicht wieder neu kaufen. Trotzdem vielen Dank dafür, liebe Tanja. Elkos ist übrigens die Eigenmarke von Edeka, falls ihr euch die Augencreme mal ansehen wollt. Dann von der lieben Bianca ein mini kleines Serum Tonic Lotion. Von Upsala, Clarins. Fand ich richtig gut. Das war richtig, ist noch ein bisschen drin, seht ihr ja. Ganz, ganz flüssig und ist super schnell eingezogen. Das hat mir richtig gut gefallen. Das, was so draufsteht, alles, das könnt ihr jetzt sowieso nicht sehen, weil das so blödes Licht ist. Hier vielleicht mal die Inhaltsstoffe für euch, falls euch das interessiert. Eine süße kleine Probe. Von Clarins Lotion Tonic. Dann zweimal Avon. Ein Smoothing Serum und eine Lotion. Also davon war ich wirklich richtig, richtig begeistert. Ganz, ganz tolle Produkte. Auch die Verpackung ist super schön. So ein Pumpspender. Ich kann ja mal gucken, ob noch was rauskommt. Nee, schade, kommt absolut gar nichts mehr raus. War so ein bisschen weiß, das Serum, aber richtig, richtig toll. Habe ich von der lieben Heidi, da bestelle ich ja immer meine Avon-Produkte, hat sie mir mal kostenlos zugeschickt zum Ausprobieren und auch diese Tagescreme hat sie mir zugeschickt zum Ausprobieren. Also die beiden fand ich richtig, richtig gut. Vielleicht kommt hier noch was raus. Oh, tatsächlich, da ist noch was rausgekommen. So ungefähr sah das Serum auch aus. Ganz flüssig, zieht richtig, richtig schnell ein. Ja, das war's. Jetzt ist es richtig leer, aber toller Geruch. Also so ein, wie soll ich den Geruch beschreiben? Ja, so ein sauber, ja, so ein hochwertige Kosmetik. Sauber. Das könnte ich jetzt. Ich kann den Geruch nicht anders beschreiben. Hat mir super gut gefallen. Beide finde ich toll. Das Serum finde ich toll. Und das Serum. Das Serum finde ich toll. Und die Tagescreme. So, ich kann euch ja nochmal die Inhaltsstoffe in die Kamera halten. Falls ihr euch einen Screenshot machen wollt und gucken wollt, was da so drin ist. Manche mögen es ja nicht, wenn Silikon drin ist oder Parfüm oder so. Aber zwei ganz tolle Produkte. Falls du das Video dir ansiehst, liebe Heidi, vielen Dank dafür. Und einmal was zum Schnuppern. Und zwar ein Eau de Toilette von Betty Barclay. Das kaufe ich mir immer bei Rossmann. Kostet nicht so viel, ist ein toller Duft. Ist ein Eau de Toilette und der Duft hält natürlich nicht so lange. Aber für den Preis, wenn man mal zur Arbeit ist, schnell mal ein bisschen gut riechen möchte, kann man ruhig mal ein Eau de Toilette verwenden. Und das ist dieses hier, das ist mein Lieblingsduft von Betty Barclay, Woman Nummer 1. Betty Barclay Number 1. Auch aufgebraucht. Mini-Spritzerchen ist da vielleicht noch drin. Huh, meine Stimme lässt nach. So, das einmal das. Das war mein Aufgebraucht-Video.
Ich sage vielen Dank fürs Zusehen. Das nächste Aufgebraucht-Video gibt es dann wie immer, wenn das Körbchen voll ist. Wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss, ihr Lieben!